So, das heißt, die aktualisiere ich mal. Heißt, wenn die G-Boxen kaufen, wie das Wasser säuchelt. Bis abschmiert. So, warum funktionieren meine E-Mails heute nicht? Zum Kotzen. So, Multiplayer. Ich muss mir gleich mal noch eine Fassbrause holen, später am Abend. Ich habe eine schöne leckere Fasspause. Ich habe meinen Krombacher hier. Ein Krombacher alkoholfrei. Ah, geht ja noch. Aber einer ist jetzt leer. So, meine E-Mails mache ich mal zu. Das funktioniert heute eh nicht. Julele. Unvernünftige Maschinen, ne? Die alten gammeligen Maschinen hier mal vertickern, ne? Kannst ja nichts mit anfangen. Nee, nicht wirklich. Oh, da hinten leuchtet es schon. Da stehen bestimmt die ganzen Money-Cheat-Boxen. 100 Stück. Wie viel? 100 Stück. Boah. Das heißt, ich meine, das heißt, ich meine jetzt pro Ingame-Stunde 1 Million. Ah, gut. Dann haben wir Das das müsste ja reichen, oder? relativ zügig, ja. Haben wir überhaupt noch Maschinen hier rumfliegen? Nö, ne? Jetzt nicht mehr, jetzt sind alle weg. Ich hoffe, das Feld 4 ist dann auch noch. Kann man Auch noch? schon was mit anfangen? Ja, man kann schon mit ernten. Und zwar, was ist denn das? Ich hätte gern einen. Ich hätte gern einen Tatra. Danke. Aber obwohl, hier passt eigentlich dieser amerikanische Truck so, ne? Ah, Raps ist es. Raps ist gut, das gibt richtig Kohle. Raps gibt hier, glaube ich, die meiste Kohle, oder? Ne, Sojabohne mal noch. Oh, ist auch klar. Aber nur wenn Gülle drauf ist, ne? Denk dran. Da darf aber kein Gülle drauf. BGA-Bunker, oh Gott. Vor allem deiner gibt es wohl Sojabohnen. Aber die Verz 2800. die die guck, die Verzögerung ist immer noch da. Jetzt habe ich schon gebremst. Pass auf, jetzt bremse ich. Guck mal, bis wo der fährt. Wahnsinn. Warte, fahr mal und bremst. So, jetzt habe ich gebremst. Warte. Und jetzt. Und jetzt fängt er erst das Bremsen an. Bei mir bremst er sofort. Allerdings hat er einen ziemlich langen Bremsweg. Nee. Der hat so ein, zwei Sekunden, die er braucht. Guck mal, ich bin schon ausgestiegen und er ist immer noch weiter gerattert. Cool. Nö, bei mir ist er sofort stehen geblieben. Dann kann es sein, dass sein Bildverzögerung hat. Weil bei mir bist du ausgestiegen, der ist sofort stehen geblieben. Bremse. Also bei mir werden sofort die Lichter rot, wenn ich. Okay.
Das ist Alter, das sieht ja aus wie ein UFO. Leck mich am Arsch. So schlimm. Da muss mal im Stream gucken. Wahnsinn. Ja, ich werde das wahrscheinlich nicht mal rechtzeitig schaffen. Wegen der scheiß Werbung. Oh, die Frikadellen stinken hier gerade richtig halt rum. Ich stehe davor. Ne, bei mir stehst du gar nicht davor. Ja. Nochmal eine Susi ziehen. Jo. Alter, da kannst du ja noch nicht mal mehr ein Dollarzeichen erkennen. Doch, wenn du genau hinguckst. Boah. Geil, ne? Boah, ist das widerlich. Das pulsiert ja richtig ekelhaft. Lecco mio, ey. Boah. Ey, guck mal, was? Aber das tut ja guck schon mal, in den... Guck mal, mein Auto. Das tut ja schon in den Augen weh. Boah. Das stimmt. Alter, was das man machen muss. Guck mal nach oben. So schräg nach oben. Boah. Wenn du mittendrin stehst. Nein, danke. Und das alles für Feld 4. So, wie viel haben wir denn bis jetzt? Können wir das schon kaufen hier? 18, 19 Meter. Also, ja, ich kann das kaufen. Aber du kannst, glaube ich, nichts kaufen, oder? Nee. Oh nein, das Feld ja, ist... Scheiße, wir warten, glaube ich, noch ein bisschen, ne? Sonst müssen wir hier grubbern. Ey, ich fahr mal weiter, lol. Kickflip. So. Du hast nicht genügend Geld. Komm, hau rein hier. Du bist der Geldgeber. So, geht doch. 8 Mille für ein verschissenes Feld. So. Fast 8,5 Millionen. Jetzt heißt es grubbern. Grubbern. Hopp, hopp. Obwohl, wir können direkt... Na, egal. Das ist eine scheiße Menge. Also wir kaufen ja den guten alten Cent hier. Lol, ich glaube, ich kaufe einfach den T8 hier. Ich glaube, ich kaufe den New Holland T8, Digga. Der hat ja viel mehr PS, Alter. Aber ist günstiger, muss ich sagen. Das ist geil. Der T8 hat 435 PS, er fährt allerdings 50, aber das macht ja hier nichts. Aber ich bin halt so ein Fendt-Liebhaber. Fendt-Liebhaber. Und wir kaufen uns einen Challenger. Obwohl, ne, den Challenger lassen wir lieber. Die sind zu lahmarschig, die sind zu lahmarschig. Ey, den Quadrack. Der fährt 40 und hat 692 PS. Nein, ich kaufe. Ich kaufe meinen guten alten Fan. Der schafft das. So, Sämaschine. Nee, erstmal brauchen wir einen Grubber. Grubber. Am besten den größten, den es gibt. Ja, mit 14,5 Metern. Auch wenn ich den aus dem Big Bad DLC bevorzuge, weil er hat 24 Meter. 24 Meter groß, schon eine ordentliche Leistung, ne? So. Oh, diese Verzögerung hier. So, ätzend. Ja. Kannst du nichts machen. Kann nicht sein. Doch, du kannst nichts machen. Du kannst nicht vorwärts und nicht rückwärts. Können schon, aber
Ich will die sehr machen. Und ein Gewicht brauche ich bitte, danke. Ich lasse eh den Helfer fahren. Das dickste wahrscheinlich, ne? Nee, lass mal das Gewicht. Weil ich weiß nicht, warum das so ist. Aber es ist so. Das also, heißt. Ach scheiße, ich muss ja noch was kaufen. Das heißt, ich fange jetzt gleich am besten schon an zu bremsen, bevor ich. Weil hier geht ja nichts. Dann hat wahrscheinlich dein Bild nur über 10 Nee, das hat mit dem Bild, glaube ich, nichts zu tun. Ich weiß nicht, woran das liegt. Weil bei mir da bremst es immer passend. Oder das ist mein Internetleiter. Oder deine, je nachdem. Ich bin noch unter mir, fick dich. So. Ja, ich wusste es. Mineraldünger. Was macht er denn hier? Der will nicht. Ja, aber von Hand kann ich das nicht fahren. Das funktioniert nicht. Der stellt aber auch keinen Helfer ein. Nee, mach nicht. Komischerweise. Komisch. Schmeckt komisch. Weg ist er. So, erzähl mal länger was. Warum? Ja, weil du auch immer, weil du auch immer abgehakt rüberkommst, damit ich mal weiß, woher das kommt, warum das. Das könnte vielleicht an der Party liegen. Das weiß ich nicht. Das möchte ich mal herausfinden. Lalalala. So, nochmal. Also, Spiel beitreten. Jetzt mal in grün. Oh, scheiße. Planfu, Pinoyon. Da kommt doch. Scheiße. Falsche Richtung. FC Bayern, willkommen bei uns. Wie geht's dir? Alles gut bei dir? Pfui, FC Bayern. So, jetzt mal gucken. Ja. Oh gut, Helfer macht er nicht. Aber wenn er normal fahren würde, da wäre ja auch schon mal super. Ah, jetzt sieht das Ganze schon besser aus. Macht er jetzt vernünftig? Ja, jetzt macht er vernünftig. Keine Ahnung. Ja gut, jetzt wieder nicht. Dann wird's irgendwie an der Map liegen.
oder wo auch immer dran. Bei mir hat es auch ab und zu mal, glaube ich, geleckt. Und jetzt mal ab und zu ein bisschen geleckt. Jetzt haben die Möppels zu heftig. Oder wir müssten den Host mal umdrehen, dass ich das hoste. Den Multiplayer. Ich glaube nicht, dass das was bringen wird. Ja, komm. Na ja, gut. Komm, fährt die Internetleitung drauf. Wie groß war deine oder wie hoch? 16, ne? 16 Millionen. Ja, ich habe 15 Millionen. Ich habe 50. Ja, 16. Das ist. Vielleicht liegt das da dran. Man weiß es nicht. Ja, meine Internetleitung ist abgekackt. Die Lampe ist bei dir auch so scheiße. Vor allen Dingen. Genau, wenn was Unsinn ist, bei mir dann so scheiße, ne? Ja. Vor allen Dingen, wenn man das über WLAN macht, dann ist das ja noch katastrophaler. Ich habe ja alles über LAN. Über WLAN. Ja, über WLAN. Ich habe meinen PC auch über LAN. Mhm. Ja. Okay. Naja, du. Ich mache hier kein WLAN. Ich habe mein schönes 5 Meter LAN-Kabel. 5 Meter. Mit Goldfasern drin. Weiß ich nicht. Nein. Das weiß ich nicht. Doch, meine LAN-Kabel haben Goldfasern drin. Highspeed. Wo bist du eigentlich gerade? Auf Feld 4. Irgendwie bist du auf Feld 2. Ja, warum denn auf Feld 2? Warum bin ich auf Feld 2? Du fährst bei dir auch auf Feld 2. Irgendwie. Ja, oder? ich bin noch auf Feld 2. Lol. Ach Mensch, genug ja. Und das ist dann und das ist nur halb so groß wie Feld 4. Und das ist schon riesig, ja, hier. Ja, du kannst nicht einmal rüber gucken, wahrscheinlich nicht mal auf die Hälfte. Aber was hast du auf Feld 2 zu suchen? Das gehört nicht und das gehört einem fremden Bauern. Ja, das weiß ich auch nicht, warum das geht. Wahrscheinlich stellt er deswegen auch keine Helfer ein. Ach ja. So. Aha. Um Gottes Willen, jetzt zu Feld 4. Oh, ja. Warum ist das denn so scheiße? Klar, warum warst du schon so schnell da? Der muss noch auf Feld 2 rumwerfen. Nicht die Mikrofone blasen. Ne, sowas ist echt nervend. Genau, nach Feld 2 fertig. Nein, es ist ja los auf Feld 2. Wir müssen nochmal Feld 4 machen. Nein, ich komme jetzt zu Feld 4. Das wäre heftig. Wenn man dann zu dir sagt, ja, es war Feld 2, dass das falsch ist. Ich muss noch Feld 4 gucken. Man muss sagen, ne, macht eure Scheiße alleine. Drei Zuschauer. Aber weißt du, was komisch ist? Mal funktioniert das wunderbar und mal nicht. Komisch, ne? Scheißdreck. Wer funktioniert jetzt im Elfer? So, Feld 4. Einfach geradeaus. Okay. So. Ich komme. Wort warm. Mein Grubber ist schon voll dreckig vom Nixtun. So, wo fange ich denn jetzt an? Am besten hinten. Guck, jetzt funktioniert das wieder super.
Falsche Richtung. Komisch. Ach, ich fange da hinten an. So, wie fahren wir denn jetzt? So oder so? So. Wie wird denn die Länge nach? So, wie fahren wir denn jetzt? So oder so? Ich will ihn größer und grober. Ich will den 24 Meter grober vom Big Ball DLC. So. Und jetzt können wir so 6 Stunden die Füße hochlegen und warten. Und wir sind jetzt mit dem Elfer, oder? Jo. Also dieses Wasserfeld weit, war ein fremdes Feld, gehört die nicht, ist die Mügel nicht der Elfer. Aber ich glaube, ich fahr von. Komm, lass den Grubber unten. Ich fahr von. Zuerst mal von Hand. Ach, lass den Helfer machen, können wir die Füße hochlegen. Und dann denken die Leute, wir machen, wir fahren so schön. Super. Wir müssen mal gucken, so. wie lange wir für eine Bahn brauchen. Ja, ich muss jetzt warten, bis du 2 Bahnen fertig hast. Sonst kommen wir uns in die Quere. Ja, geil. Ich werde erstmal Eier schaukeln eine Weile lang. Geil. Ah, ja, ja, eine halbe Stunde bestimmt. Das glaube ich auch. Halbe Stunde Eier schaukeln. Halbe Stunde Eier schaukeln. Nasebohren und Eier schaukeln. Oh, und mir ist der Controller gerade runtergeflogen. Aber mir ist auch schon ein paar Mal aus der Wand geflogen. So. Jetzt überlebt. Ja, toll. Die Bäume haben keine Kollision, aber die Strommasten schon. Wow, toll, geil. Was? Doch, ich glaube, in meinem privaten Safe Game mache ich Feld 4 nur Setzlinge hin. Ist bekloppt. Wir haben nicht mal die Hälfte vom Feld. Ah, du kannst mir auf jeden Fall bald, wenn ich eine Bahn fertig habe, kannst du mir entgegen, also kannst du hinterher fahren. Weil das ist so riesig, das Ding hier. Wie schnell fährst du? 16. Sogar die mal mit 16 nebenher, ne? Ja, ja. Da ist doch deiner, da kann ich Eier verkaufen. Will mal kurz Eier verkaufen. Jo, jo. Boah, 51 Euro habe ich hier gekriegt, war ja. Wie viele Eier sind eigentlich? Ach ne, es wird ja nicht angezeigt. Wie viele Eier ich gerade habe im Rucksack. Und weiter geht's. Ach warte, du fährst von Hand, ne? Nee, ich habe den Helfer angemacht. Ah. Doch kein Bock. Müssen doch Eier schaukeln. Ja, dafür ist mir das Feld doch ein bisschen zu heavy. Ja. Ah, wir haben die Hälfte schon rum. Wir haben die Hälfte geschafft. Super. Ich glaube, ich muss noch mal bald einen Kaffee kochen, sonst penne ich hier ein. Wenn man 5 Stunden lang die Eier schaukelt. Also hier das Feld braucht bestimmt 12 Stunden. Ununterbrochen. Da kannst du einen 12-Stunden-Stream drauf machen. Locker. Oder wir machen mit 6 Leuten 3 Leute grubbern, 3 Leute säen. Dann könnte es klappen.
Aber hier kann man auch ein gutes Häcksel-Event draus machen. Häcksel Dingens. Und ach, sag schnell. Forst. ABGA gibt. Wo ist denn hier Forsten? Ja, indem man Setzlinge hier hinsetzt und dann, wer in einer bestimmten Zeit die meisten abgehäckselt hat, oder sag schnell, mit der Kettensäge abgesägt hat. Jo. Ah, ich hab hier meine schwarze Limo. Da ist Koffein drin, aber ich hab nicht mehr so viel. Scheiße, Mann. Warte, ich hab das mal gesehen. Mal gucken, wenn ihr die Dingens gleich hinbekommt, den Wendekreis, dann kann ich den einfach so laufen lassen die ganze Nacht. Dann kann man echt hier 12 Stunden streamen. Machen wir so einen 12 Stunden Stream. Feld 4 auf der Mustang Valley Ranch. Die Leute werden sich wahrscheinlich denken, sind die bescheuert. Wir haben fast das ganze Feld. Zumindest eine Reihe vom Feld. Ui. Ich wünsche mir einen Gruber, der einmal das ganze Feld überspannt und dann einmal. Ja, das. Das wär cool, ne? Fährst du eine Bahn, ist das Feld fertig. Aber auch für eine Bahn brauchst du eine halbe Stunde. Ja, dann brauchst du auch einen Trecker, der 5 Millionen PS hat. Bei so einem breiten Feldchen. Aber besser eine halbe Stunde wie 5 oder so, noch mehr. Besser eine halbe Stunde wie ein 5-Stunden-Event. Das wäre aber heftig, so ein 12-Stunden-Event, ne? Krieg das hin, krieg das hin, krieg das hin. Ja. Gut, ja. Ich bin mal eben kurz AFK, der macht das ja von alleine da. wie lange? 12 Jahre? Nee, ach so 2-3 Minuten. Nicht Stunden. Ja, wie gesagt, 3 Stunden später ist man hier da. Ja, toll. Jetzt habe ich mich hier in dem Chat unterhalten oder was? Na. Schmeiß an die Kiste. Und Helfer. Ab geht die Luzi. So, jetzt kann ich erstmal einen schaukeln. 5 Jahre lang. So, mal gucken, was der Chat sagt. Nix. Im Chat ist gerade nix. Ja, gut. Im Chat ist nichts los. Ja, toll. Geil. Was mache ich denn jetzt so lange? Mann! Frikadellen essen. So, der ist ja immer noch nicht fertig mit dem Feld. Nee, mit dem Feld noch lange nicht. Und ich dachte, du hast 2-3 Minuten AFK geben. Ja, war doch. Naja. Also im Chat ist nichts los. Tja, was machen wir denn jetzt in der Zeit?
Warte, ich komme jetzt mal eben besuchen. Wenn ich wieder hier bin, ist er aber noch nicht fertig. So, ich brauche mal eben schnell Stadt und Adresse. Ich brauche mal eben deine Adresse, ne? Komm ich mal eben rüber. Mach halt. Mein Tennisball. Ich hole mein Tennisball wieder. Tennisball. Brauchst du ein Spiel? Du kannst aber von mir aus mal einstellen, dass wir manuell tanken müssen, weil dann haben wir wenigstens etwas zu tun. Oh nee, ey. Martin, wir können eine Goldtanke suchen, bringt ja nichts weiter. Was können wir machen? Wir können noch ein anderes Feld besehen. Per Hand. Ah! Feld 5 mal 4. Obwohl, das wird eng mit der. Bitte nicht. Das passt nicht, oder? Nee. Ah ja. Jetzt grubber ich wieder so halb deine Spur weg da. Noch leck mich. Stimmt, Dave, der macht immer so Scheiße. Der macht nicht direkt daneben, der macht immer so in die Spur ein bisschen beschissener. Dann dürfen wir gleich nochmal nachhelfen. Per Hand. Oh nee, Alter, nee. Ich sag doch. Das passt nicht. Ich kann ihm nicht entgegenkommen. Ach, scheiße, ich will ja nicht manuell nochmal nachhelfen. Ich warte jetzt, bis du eine weitere Bahn hast, wenn ich hinten angekommen bin. Nein, du musst einfach hinter mir herfahren. Das wird nichts mehr. Dann musst du jetzt anhalten. Ich habe angehalten, Kollege. Allerdings kommen wir uns dann in die Quere, wenn deiner wendet, dann muss meiner wieder 10 Jahre warten. Also, könnte noch ein Mädchen dauern, bis ich bei dir bin, ne? Nochmal in das Husi ziehen. Ach, ich mache einfach schon mal weiter. Sonst hast du langweilig. Ball! Nein! Verlass mich nicht. So, ich tue jetzt mit dem Ball spielen. Mir weg ist er. Ich hab's verkackt. Ich hab ihn nicht verlegt. Ich hab ihn nicht gefangen. Nimm zu Liebe. Soll ich ihn abfangen? Ich bin heute echt zu blöd zum Ball spielen. Ich bin zu blöd zum Fußball spielen. Ich bin zu blöd, um den Tennisball vor die Tür zu donnern. Und zu fangen. Ich bin schon zu blöd, den vernünftig zu werfen. Ich glaube, ich hole mir gleich einen Kaffee. Sag mal, willst du mich verarschen? Mich wirklich so blöd, einen Ball zu werfen? Nein. Lol. Der Ball ist gerade auf meinen Controller geklatscht und hat das Touchpad gedrückt. Super. Ja. Der Ball wollte einkaufen. Scheiße, jetzt ist er weg. Ich glaube, ich hole mir einen Kaffee, verdammt. Ja, ich hole mir einen Kaffee. Bin gleich wieder da. Jo.
Guten Tag, da bin ich wieder. Moin moin. Mal eben einen Kaffee machen, ne? Weißt du, da wurde nicht gesät. Wir müssen echt mal nur nachhelfen. Ja, ich hab jetzt ein Dingens freigelassen hier. So ein Spalt. Ja, das könnte vielleicht klappen. Weil den Streifen hier, da bleibt ein Streifen übrig, das ist scheiße. Den müssen wir dann manuell noch nachbessern, ne? So ein Dreck aber auch, Alter. Aber bis jetzt sehen die Bahnen eigentlich ganz gut aus, oder nicht? Wenn ich hier mal. Ja, hier ist aber ein kleiner schwarzer Streifen, der nicht besät ist. Und das heißt weniger Ernte. So, heißt ja auch auf gut Deutsch weniger Geld. wir haben ja auch so wenig davon. Ja, die 60er, guck mal, wie schnell die Kohle runtergeht. Bing, 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 weg, 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 weg. Es ist aber echt genau dieser eine schwarze Rand von der anderen Bahn, der übrig bleibt, ne? Warte, die Sämaschine ist 15 Meter breit, in der Grube, ja, 14,5 Meter, deswegen passt das nicht. Das ist ein halber Meter zu wenig bei dem Gruber. Wir bräuchten echt den Gruber aus dem Big Bad DLC. Der hat 24 Meter, das ist ein schönes großes Ding. Da denke ich mal sogar, deswegen habe ich mir schon einen Kaffee geholt. Ich muss mal mein Popradio anmachen, dann kommt nämlich wieder. Oh, oh, oh. Da steht ein Hund vor meiner Tür. Komm rein. Ich habe mein Radio auch jetzt angemacht. Auch Pop Radio. Nur ich höre halt nicht. Whoa, oh. Whoa, oh, oh. Wie heißt das Lied? Frag YouTube. Stimmt. Da gibt's ja das komplette Pop Radio. Pop Radio. When you see her. So, während der Helfer hier fährt, kann ich mir mal das Uhr angucken hier im Innenraum. Ich kann leider kann ich nicht hupen. Jetzt dürfte das ja passen, ne? Mal gucken, mal genauer hingucken. Ja, jetzt dürfte das passen. Oder? Passt, das passt locker. Jo. Pass auf, jetzt bleibt noch. Nee, genau. Richtig. Cool. Ein kleiner. Nee, bleibt nichts übrig. Cool. Das ist geil. Hast du perfekt gelöst. Das ist cool. Ha. Falsche Schulter. Die. Da. Ha. Was grunzt du denn hier so rum, Hund? Ja, mein Hund grunzt. Wie Schwein. Denn mein Hund ist ein Mops. Mops? Ja, ein kleiner Tisser Mops. Nee, Quatsch, ist ja ein Retro-Mops.
Sobald du was krascheln und knistern hörst, kommst du sofort an. Du kleines verfressenes Biest. Guck mal, ich hatte doch eben noch einen Streifen da drin, ne? Jetzt ist der jetzt nicht mehr. Also ist das Feld konisch, nicht viereckig. Nee, der ist immer, der macht das so. Wenn du den Streifen da machst, der sind ja wieder weg, weil der Helfer, der fährt dann immer ein bisschen enger an die Vorhergegrubberte Spur. Weißt du, woher das kommt? Weil deine Saatmaschine ja viel größer ist und du ja hier schon drüber gefahren bist. Jetzt gleich müsste der eigentlich wieder eine Spur übrig lassen. Das kann auch sein. Schauen wir mal. Wenn nicht, das wäre lustig. Nein. Oh, hör bloß auf hier, der fährt wieder. Genial. Er fährt über die Saat. Nein. Na, mach das aus. Ich konnte es noch stoppen. Gott sei Dank. Jetzt überleg mal, jetzt wären wir ins Bett gegangen. Und dann? Oh Gott, ey. Dann hätten wir von vorne anfangen können. Ja, ich kann leider nicht am anderen Ende des Feldes anfangen. Dann treffen wir uns in der Mitte. Bisschen weiter. Bisschen außerhalb der Mitte. Ganz ehrlich, ich glaube, du kannst die Gruppe gleich wegstellen. Ich mache einfach nur mit meiner Wehrmaschine weiter. Ja, du könntest ja dann, wenn wir es schon ein bisschen haben, könntest du ja einfach die Zeit ein bisschen hoch pushen und dann kann ich schon mal das Dreschen anfangen. Würde stimmt auch gehen. Dann kannst du nämlich den Gruber wegstellen, weil das ist ja die direkte Wartmaschine. Ich gehe einfach aufs Feld rattern, ohne vorher, dass du Gruber bleiben muss. Bring your sunshine, wuhu! Ich spüre deinen Atmen an meinem Arm. Ich spüre den Wind. Ah! Geh weg. Runter. Nö. Keine Spur. Also was, ich bleibe jetzt hier einfach stehen und dann lasse ich dich erstmal eine Weile grubbern. Also wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Bahnen bestellt, ne? Das heißt, wenn du das ist mir gerade auffällt. Ne. Da ist eine dicke Lücke, die nicht gesät wurde. Ja, dann schieb doch einfach mal die Zeit ein bisschen vor, dann sehen wir das doch. Die Lücke sieht man, dass da nicht besät wurde. Scheiße. Das kann aber auch ein Anzeigefehler sein. Ich habe hier auch Löcher im Feld. Und wenn du näher rankommst, dann verschwinden die. Nee, das ist eine nur gegrubberte Reihe. Ein kleines Stückchen, was nur gegrubbert ist. Ich probiere es jetzt. Ich mache jetzt die Seemaschine runter. Nee, das ist nicht besät, das Stück. Ja. Ich drehe am Rad, ey, so viel Arbeit. Das ist so scheiß tolle Schnitzarbeiter, ne? Die können nix. Du kannst von mir aus, haben wir noch so viel Geld für einen mittelklassigen Drescher mit mittelklassigem Schneidwerk und einem Hänger. Mittelklassig. Wir brauchen ja einen großen. Nein, damit du ein bisschen mehr Zeit zum
Bestellen des Feldes hast, damit ich nicht nach zweimal fahren wieder fertig bin. Sonst kommst du ja nicht hinterher. Deswegen. Dann mach erstmal die. Dann mach ich die Hälfte fertig und dann. Fängst du an mit mir. Mit mir, Jo, bedreschen. Da hinten. Ich sehe, wie das Feld verschwindet. Aber ich sehe keinen Trecker, ich sehe nur, wie das Feld verschwindet. ich sehe nur, wie das verschwindet, aber ich sehe den Trecker nicht. Auch nicht schlecht. Auch geil. Was ist das denn? Wenn ein Viereck da am Feld. Ja, die habe ich hier auch, überall. Anzeigefehler. Jo. Das wird auf jeden Fall ein Anzeigefehler sein, jo. Und du wartest jetzt da hinten, ja? Wie viele wolltest du jetzt noch einmal hoch und einmal runter fahren und dann soll ich schon mal mit dem Dreschen anfangen? Das ist ja super, toll. Also dann warte ich jetzt nämlich, bis du mit dem Kummern da. Obwohl, du brauchst gar nicht mehr Kummern, ne? Nö, ja, eigentlich nicht, aber... Wenn du direkt sagst, hier. Jetzt bin ich ja einmal dabei. Wir müssen noch eigentlich nachsenden. Wir müssen jetzt eine Spur noch nachsenden. Weißt du, was ich meine? Jetzt noch eine Spur, die hier frei ist. Und du kannst erstmal deine paar Bahnen fahren. Was war das denn? Bist du gerade gestorben oder was? Nee, ich bin gerade eingeschlafen. So Sekundenschlaf, weißt du? So. Genau. Hauptsache, das grüne UFO da hinten im Horizont leuchtet. Das sieht so geil aus, ne? Super. Oh, ich muss mal das Radio ein bisschen anders machen. Sonst habe ich so dieses Kratzen, so das. Dieses Übersteuern habe ich sonst hier in der Box. Leute, du bist schneller wie ich. Du fährst 16, ich fahr 14. Nein! So, ich hole mal meinen Kaffee, sonst bin ich hier gleich wirklich ein. Nein, meine Box! Und ich sehe die E-Box. Ganz ehrlich, ich mute mich gleich, weil mir die Box direkt. Halt mir die Box direkt ans Ohr und mach die lauteste Musik an, die ich habe, damit ich bloß wach bleibe. Ja, super. Da mach ich Skrillex Bangerang an, Alter. Aber bevor du einpennst, bitte Bescheid sagen, ja? Ein guter alter Kaffee. Jo. Meine Augen tun mir schon weh. Wovon? Vom müde werden. Wir haben doch gerade erstmal 9 Uhr. Ja, ist das meine normale Bettgehzeit. So penne ich mal normalerweise. Du hast jetzt 6 Wochen Ferien. Ja gut, jetzt nur noch 5 Wochen, aber... Mhm. Koloko Treuns, willkommen. Macht man nur das im Spiel? Nein, das macht man nicht nur im Spiel. Nur wir sind gerade mal die Mustang Valley Range am Testen und. Guck dir die Map an. Wir haben nicht mal die Hälfte des Feldes. Guck sie dir einfach an die Map. Und schau.
und schauen uns das mal an. Einfach Kolo. Hi Kolo. Huhu, da, huhu. Nein, man macht noch Forst und so. Aber so in den Start zum Wochenende einfach mal chillig. Alter, ich glaube, wenn die Leute diese riesen Map sehen würden, die würden Hände über den Kopf zusammenschlagen. Ich weiß gar nicht, wie viele Hektar waren das? Aha, 104 Hektar hat dieses Feld. 104 Hektar. Das Feld hat genau 104,06 Hektar. Wir wollen ja mal klug scheißen. Ha, ich bin schwer wie du. Weißt du, wie viele Bäume du hier drauf bekommen kannst? Nein. Nein. Und auch nur, wenn du die Hälfte des Feldes nehmen würdest. Weißt du, wie viele Bäume du da drauf bekommen würdest? Tausende wahrscheinlich. Aber nein, das tun wir nicht. Oh. Nur so der Boden drauf. Das ich muss Zucker in Kaffee machen. damit der Koffein auch hier schön ins Blut kriegt. Ins Blut kommt, damit ich auch wach bleibe. Ach, das liegt ja nochmal ein Ende. Nee, das läuft jetzt hier schon eine Ewigkeit. Ich glaube, dieser freie Streifen war da, als wir uns getroffen, als der Gruber auf meine Sämaschine traf. Das kann gut möglich sein, ja. Da hat der Helfer irgendwie... Was knüht das dir denn, kleiner Mops? Man pennt da ja fast ein, ja. Dann frag uns mal, das ist schon... Oh, aber das ist gut zur Entspannung, ne? Da kannst du so eine halbe Stunde drauf gucken, in der Zeit, wo der eine Bahn fährt, und dann bist du weg. Vom Fenster. Genau. Das ist eine gute Einschlafmethode. Aber eine gute Stromverbrauchmethode. Eine Flasche Bier dabei und du bist schon nach einer halben Bahn weg. Mit die Flasche Bier ist man nie leer. Aber so ist es in Amerika, ne? In Amerika sind die Felder nun mal 30 mal so groß wie in Niedersachsen. Und in Niedersachsen ist manch ein Feld schon riesig. Für unsere Verhältnisse. Für unsere, ja. Also unsere Felder... Da würden die an mich drüber lachen. Ja. Das ist bei denen... Das ist bei denen eine Bahn. Das ist bei uns ein ganzes Feld. Aber sagen, what a cute little... Field. Ja, aber auch die Arbeit muss erledigt werden, ne? Und guck mal, Feld 4 und Feld 2, die sind ja eigentlich fast identisch groß, ne? Von wo aus Niedersachsen? Von wo aus Niedersachsen? Ich glaube, wie groß sind die Felder in Niedersachsen eigentlich? Fünfmal so klein. Also in Niedersachsen ist die Ackerfläche auf jeden Fall größer als hier bei uns. Definitiv. Aber nicht so groß wie bei den Amis. Nein. Wer ist denn zu viel in die Schule, die Amis? Du weißt doch, die Amerikaner, die müssen immer übertreiben, sogar mit dem Präsidenten. Die spinnen, die Amis. Aber der American First Man, da ist eine andere Geschichte. Ich bin mal gespannt, wann der erschossen wird. So, noch eine Frikadelle dazu. Nein, Hund, du kriegst keine Frikadelle. Das ist mein Essen. Sag mal,
Da ist es, glaube ich, wieder, das Lied. Ja, das ist das bestimmt. Wow, oh, oh. Ja. Wow, oh. Komm, besorg uns mal einen Drescher hier. Der Helfer kann ja weiter grubbern. Dann haben wir ein bisschen Action hier. Weil da schlafen wir echt bei ein. Erntemaschinen. Welche nehmen wir denn? Ja, eine, wo man ein bisschen was mit zu tun hat. Nehmen wir die ganz kleine. Nee, die ganz kleine nicht. Die Samporosenlu, den Komia C6. Nimm. Und dazu das Schneidewerk. Und dazu nimm das Schneidewerk C6 14 FT. Mit 4,2 Metern. Nimm den MF Delta. Genau. Und dann nimmst du. Warte, und dann nimmst du das. Das Dynaflex 40 dazu. Ne, das ist zu groß. Dann das Powerflow 35. Das dürfte reichen. Oder ist das auch noch zu groß? Oder das Freeflow 25. Hat 7,5 Meter. Ne, nimm das mit 9 Meter. 9 Meter ist ganz gut. Das Powerstream 900. Ah ne, ist ja gar nicht. Warte. Gar nicht wahr. Das Powerflow. Powerflow 35. Wo ist denn? Dann kann er hier weiter grubbern. Du kannst das Feld bestellen. Und können wir das schon mal dreschen. Kriegen wir nämlich auch schon ein bisschen. 10,5 Meter Mehlwert. Ja. Ja, aber die anderen sind auch nicht gerade viel größer mit den 3 Metern. Ja, dann nimm eins da drunter mit 7 Metern oder so. Ah, ich habe hier ein Massey Ferguson, das hat 7,6 Meter. Ja, dann nimm das. Ja, scheiße, wir müssen aber auch gucken, welches zu welchem passt, ne? Ja, das steht doch da. Ja. Der MF Delta, der passt nämlich nur zu. Ja, scheiße, wo gehört, ne? Was machst du? Der passt hier nämlich nur an die ganz großen, glaube ich, dran. Ja, der passt an die ganz großen. So, das Dynaflex 40 passt an den Delta. Und das Powerflow 35 passt auch an den Delta. Und wir wollten ja den Delta, ne? Genau. Ja, aber das Powerflow ist 10,7 Meter. Das ist auch schon, glaube ich, relativ groß. Ja, dann nimm. Warte, dann nimm den. Torum 760. Wie viel Platz hat denn der? 12.000? Das ist der. Wo ist er denn, der Torum da? 12.000, ja. Torum. So, und dann mal gucken, welches Schneidwerk dazu passt. Oh Gott, Torum. 9 Meter. Genau, 9 ja, Meter. Das passt. Durchpusht. Powerstream 900. So, dann kaufe ich mal den Torum. 760. Sehr schön. Das hat kurz geleckt. Nochmal kurz geleckt. Ja, passt. Schneidwerkswagen brauche ich nicht. Ich bin Rambo. Du rammst dich einfach durch. Uäh, na lecker. So.
Wie fahre ich denn jetzt am besten? Lecker Frikadelle. Ja, schmeckt gut, ne, wenn sie hochkommt. So, jetzt darf mir nur keiner entgegenkommen, weil wir machen gerade was Illegales hier. Keine Sorge, da kommt hier nichts entgegen. Ja, ist ausgestellt. Ja, mal eben schnell. Ja, geht doch. Kannst mittig fahren. Perfekt. Passt da auch ein LKW drunter? Ja, gute Frage. Scheiße, haben wir gar nicht drüber nachgedacht, oder? Ja, aber nein! Das, oh Mann. Warte mal, das Rohr ist groß genug. Dürfte passen. Jetzt hoffen. Wo bleibt denn das? Oh, oh, oh. Das war's schon. Oh, oh, oh. Bei mir ist noch nicht. Bei mir kommt jetzt gerade erst just the same. We are just the same. Nach welchem Lied kommt das bitte? Ich glaube, das ist immer unterschiedlich. Keine Ahnung. Just the same. Boah, ey, man pennt ja schon ein in der Zeit, wo er nur zum Feld fährt. Gestern hat lahmarschig das Ding. Ich bin eklig ein, wenn das hier so weitergeht. Ja, ich mache hier öde Feldarbeit. Ich soll hier das den Helfer hier fahren. Und wie viel mache ich Eier schaukeln? Toll. We are just the same. Mops, bitte geh vom Ladekabel runter. Mops. Er will nicht vom Ladekabel. Oh, ey, Alter. Meine Augen werden schwer. We are just the same. We are just the same. We are just the same. Sag mal, jetzt schlägt's aber direkt, komm. Geh mal runter. Und mach Arsch weg. Just the same. We are just the same. Oh Gott, ich geh einfach für kleine Jungs. Mach das. Sitzen macht. Aber mach mal die Zeit, mach mal die Zeit nach oben hier. So. Ja, toll. Gleich haben wir es nach, wenn ich das mache. Beschwer dich nicht. Geht doch. Warte erstmal, wir jetzt gucken, was das für ein Lied kommt. Weil ich brauche eh noch mindestens 10 Minuten.
Was, ey, dieser kleine Streifen, dieser kleine grüne, ne? Ja. Oh, es wächst. Oh, da wächst es schon. Es wächst auch hinter dir. Was? Ja. Oh. Ah, oh mein Gott, das holt mich ein. Gib Gas, Trecker, gib Gas. Oh, leck mir am Hintern, ey. Ich hab keine Lust mehr zu schlafen. Aber wir müssen aufpassen, was die Helfer hier von Scheiß veranstalten. Nach wenn die, dem deinen Hä- wenn die, Helfer ja meinen Fruchtweg machen wollte. Wenn die so weiterfahren, ist alles gut. Ja, wenn. Solange deiner nicht. Solange deiner. Solange deiner nicht meine Frucht weggrubbern will. Ja. Alles ja, gut. Ja, mein Mikro ist eben rausgeflutscht. So flupp. Ich bräuchte mal ein wireless Headset. Hatten wir heute im Real. Scheiße. Ja, das wäre echt cool. Aber es bringt mir sowieso nichts. Mein Dings jetzt nur. Ach nee, warte. Die Mono-Ausstrahlung gilt nur für den Controller, ne? Oder gilt die für die gesamte PlayStation? Nee, nur für den Controller, ne? Ich glaube nur für den Controller, ja. Ah, oh, da muss ich mir dringend ein scheiß Headset kaufen, Alter. Noch ein wireless Headset. Gehen ja wohl auch Bluetooth-Kopfhörer? Nee, gehen nicht. Das Ding hat kein Bluetooth. Doch, das Ding hat Bluetooth. Soll ich ein paar Windmühlen kaufen? Kannst du gerne machen. Kriegen wir noch ein bisschen extra Geld. Da fährt der kleine Trecker. Wo ist denn der hoch? Ich würde ja sagen, der kleine rote Trecker, aber der ist ja nicht rot. Kleiner roter Traktor. Los geht's. Wer kennt das noch? Wer kennt das noch? Kleiner roter Traktor. Mit Jan am Lenkrad zieht er übers Land. Ich setze jetzt bei den Hühner. Setze ich jetzt eine Windmühle rein. Nein, Spaß. Ich kann. Sag mal, wie tief ist das? Junge! Vor allen Dingen, wie lange brauchen die hier, um zu wachsen? Ist wenn das. Wenn du mal guckst, ne? Die Windmühle, die ist in diesem kleinen Teich, der neben den Hühnern ist, fast abgesoffen. Okay. Der ist fast unter. Die ist fast untergetaucht, komplett. Wo stehe ich denn jetzt hin, verdammt? Oh! Leute, wir brauchen kein Saatgut kaufen, das fällt mir so mal eben auf, ne? Beim Shop. Oh mhm. Gott, bin ich dämlich. Ja, wir haben hier nämlich gesagt, gut, Dinger stehen auf dem Hof. Och, leck mich doch am Arsch. Ich kann auch nicht angehen, ey. Ja, wo Platz, wo hau ich die denn jetzt hin, verdammte Scheiße, ey? Die passen uns hin. Was ist das für ein Lied? Kenn ich nicht. Oh, das UFO leuchtet wieder. Eins. Zwei. Droh. Droh winden wir nochmal jetzt. Droh. Treu. Eins, zwei, drei. Digga, es geht jetzt ab, Alter.
Nebel. Nebel ist auch cool. Digga, es laggt einfach. Alter. Boah, Alter, ich hab gerade richtig Angst gekriegt, ey. Gleich spiel meinen Play-Z ab, mein Lieber. Ich hab grad gedacht, gleich spiel meinen Play-Z ab, Alter. Hilfe. Ja. Er fährt nicht mehr. Ah. Hä? Bei mir spackt gerade das ganze Spiel rum. War es gerade rumgespackt. Alter, war das heftig, ey. Das waren ja Tod, das waren ja die Lecks des Todes, Alter. Das hat der Multiplayer schon mal. Schon mal? Schon mal gut. So, wir haben jetzt 4 Windmühlen. Jetzt mache ich noch Solarpanels aufs Feld. Nein, Spaß, Alter. Ey, könnte ich sogar machen, theoretisch. Ey, lass mein ganzes Feld. Ja, Mann, ich hab Feld 3 haben wir gekauft, da stell ich jetzt nur Solarpanels drauf, Alter. Nee, auf Feld 5 stehe ich. Ich stell auf Feld 5 nur Solarpanels. Ich meinte nur Solarpanelfeld. Wird eine Ewigkeit dauern, also wünsch mir Glück. Ja, aber kauf vorher noch irgendwie ein LKW oder so, ja? Danke. Oder zumindest irgendwie ein Hänger. Erstmal also. Kauf ich jetzt Solarpanels. Weil sonst lade ich das so mitten auf dem Feld ab. Haha. Wie willst du denn das hinkriegen? Ich kipp einfach den Drescher um. Einfach den Drescher umkippen. Jo. Feld 5 mit Solarpanels voll machen wird schon mal. Halbwegs verwirklicht. Der Traum. So, die ersten beiden Reihen habe ich ja schon mal. Super. Große Nachfrage für Gerste. Ja, hätten wir mal Gerste gemacht. Ne? Ja, Gerste bringt nicht viel ein eigentlich. Es kommt immer drauf an, wie man das verkauft. Ey, Feld 4 mit Kartoffeln. Boah. Ich glaube, du hast ihn ja, oder? Hast du schon mal eine Anfrage für die Klappe angestellt? Ja, schon häufiger. Aber die haben mich nie genommen. Achso. Keiner will dich. Alle hassen sie dich. Ja. Also der Ertrag hier ist ja echt lächerlich, ne? Schon so die Hälfte einer Bahn und gerade mal 30% voll. Das ist echt lächerlich. Hätten wir vorher mal Gülle gemacht. Nein, das dürfen wir aber nicht, das sind Lebensmittel.
Ah, ich krieg auch einen Krebs. Ich habe in das grüne UFO geguckt. Super. Ja, echt geil, ne? War eine tolle Idee, nicht. Jetzt bestücke ich gerade Feld 5 mit Solarpanels. Die geben bestimmt auch nicht Kohle. Alter, ich habe noch 9 Mille. Alter, wie arsch schnell die Kohle mit den Dingern weggeht. Vor allem krumm und schief stehe ich es auch noch auf. Ja. Irgendwie kommt man mit dieses Wow nicht. Oh, ich habe kein Geld mehr. Lol. Ich habe die ganze Kohle für Solarpanels ausgegeben. 9 Millionen. In krass. Ja. Mehr als 9 Millionen. Das ist krass. Scheiße, Mann. Oh. Drohnenanhänger. Ah, kein Geld mehr. Hehehe. Einfach jetzt. Ich hab wieder cool. Ich hab wieder Gold. Jo, Gold. So, was brauchst du für einen Hänger? Einer ja. Passt. Ja, ja. Guck mal, ein LKW oder so. Ein LKW soll ich kaufen. Also ich will ein LKW plus einen LKW-Hänger kaufen. Hm. Scheiße, ob das reicht? Ja, das, ja, die Kohle reicht. Machen wir mal einen Breitreifen. Breitreifen kommt immer gut. Also ein bisschen mehr an Grip. Super. Ja, da kannst du. So, dann komme ich mal zu dir gerattert. 3,6 Millionen Baukosten. Boah. Und das war nur ein Teil davon. Komm mal Feld 2 zu dir gerattert. Was du fälschlicherweise ja. Dann nochmal plus 1,2 Millionen Baukosten. Dieses Wow-Lied kommt bei mir irgendwie nicht. Ja, es dauert ein bisschen. Scheiße, da ist Wasser. Wow! Aber ich kenne das aus Kuppern nicht. Wow! Das soll ich nicht. Oh, fick mich. Fick mich. Ah, das ist. Oh, da wo ich jetzt herkomme, ist doch perfekt. Jetzt rate ich einmal über das Feld. Mitten durch die Frucht. Das ist die alte Frucht. Was? 40,25 Millionen Baukosten? Alter, hab ich Kohle ausgegeben, ey. Leck mich fett, Alter. Alter, hab ich viel. So, ich muss einmal wenden. Ja, ich habe Einnahmen gemacht. Zack. Ja, mach voll die Sau.
9, also 10 fährt der, ne? Gut. Ist das jetzt in diesem Chef-Tempomat einzuschneiden gleichzeitig? Das ist so asozial, also 10 Kammer. Gut. Guck mal, das können wir jetzt so lange machen, bis du immer voll bist. Du hast ja nicht alle. Muss ich aber auch mal so machen. Ich mach dich leer. Ich pump dich leer, mein Freund. Aber weißt du, wie viele Ballen man hier pressen könnte und so? Hier kriegst du richtig Rohstoffe raus. Oh nee, Alter. Ich mach garantiert keine Ballen. Ballen ist mir zu viel. So, jetzt mache ich mich meiner Lieblingsbeschäftigung wieder nach. Nämlich Dings kaufen. Paneele, also Solarpaneele. Halt, ist das mein... Das ist ein Grubber. Und das meine Sämaschine. Ah! Ah, UFO! Ich habe ins UFO geguckt, Alter. Boah, ich baue hier alles krumm und schief. Ich bin mal eben schnell kurz weg. AFK. Oh. Ja, schon bin ich ja pleite. Pleite. Jawohl, geil. Wow, ich bin pleite. Ich hab vorher keine Kohle. Wie viel kostet die Scheiße? 25.000? Ja, Tatsache. Oh, ich habe noch meinen Kaffee. Das ist gleich schon echt falsch. So. Ich hatte gerade Das ist Bring Your Sunshine. Mein Freund. Aha. Bring Your Sunshine. Wow! Ich weiß, ich kann nicht singen. Ich bin krumm und schief. Und noch schief. Ich singe krumm und schief und sonst und noch krumm und schiefer. Und ich baue hier auch gerade krumm und schief.
Oh ja Gott, Alter, das hässliche UFO, ne? Das hässliche UFO. Nicht wunder, Leute, wir sagen die UFO, weil, ja, da. Der hässliche mein Team nach ich stream ja nicht. Da müsste der gute alte Pinoleon. Jetzt der gute alte, ne? Nach dem Motto, du wärst schon 20.000 Jahre alt. Warum kann das hier nicht platziert werden? Habe ich so viel auf einen Haufen? Nicht genügend Geld, das gibt's nicht, Alter. Wie viel? Diese scheiß Solarpaneele, die ziehen mir das Geld aus der Tasche, du. Applaus noch ein bisschen. Schon wieder kein Geld. Ich gebe die Kohle schnell aus, wie ich sie reinkriege, ey. Oh, was ist das denn? Was soll ich denn hier noch liegen? Lecker, lecker. Schnickers. Lecker Schnickers. Ah, jetzt kommt die Kohle ein bisschen rein. Ey, komm! Nicht genügend Geld. Ich verbrate die Kohle für so knapp. Ich muss das Feld gleich mal ansehen. Ist zwar krumm und schief. Aber naja. Ja, ich habe circa 9 Millionen ins Sand gesetzt. Mehr als 9 Millionen, 15 Millionen. Okay. Ja. So, 64% habe ich, das heißt, du kannst so langsam nachrücken. Ja, warte. Ich muss noch das Feld fertig machen. Wenn's ginge. Scheiße! Dein Geld. Ich brauche mehr Mini-Cheatboxen. Aber dafür reicht das Geld auch nicht. Ne, ich bin eine arme Sau. Schau mal, nicht genügend Geld. Der läuft, Alter. So, das Feld ist gleich voll. Mit so einer Solarpanel. Komm, schneller!
Das gibt's doch nicht. Und jetzt muss ich da einen Windmühlen hinstellen. Ich kann ihn das ganze Feld damit voll klatschen. Seltsamerweise. Hm. Was ist denn im Berg hier? Eine Messbegrenzung. Mal gucken, ob ich das noch bis zum Feldrand schaffe. Es laggt einfach richtig hart. Die alle zu verkaufen, das würde lustig werden. Ich muss Winden platzieren. Hier tut sich nichts mehr. Warte, bei mir lag es gerade, bei mir tut sich auch gerade nichts mehr hier. Ich habe zu viele von den Dingern gekauft. Ich muss welche verkaufen. Nö, hier tut sich nichts mehr. Es laggt einfach zu hart. Ich komme zu Hilfe. Jetzt. Ich glaube, ich werde die lieber verkaufen, Solarpaneele. Ja, besser ist das. Aber es wird nämlich kein dauern. Das sind wahrscheinlich über 100 Stück. Über 200 Stück, was eigentlich waren. Da! 15 Millionen Baukosten. Wow! Ja. Ich habe jetzt wahrscheinlich 15 Millionen in Sand gesetzt, schon insgesamt für die Dinger. Ist er voll? Ja, jetzt. Uhuhu. Ach Herrgott. Ja, chill doch. Gleich bleibe ich vor dir stehen. Vorne muss noch voll gemacht werden. Ich könnte ja eigentlich auch den Tempomat reinmachen, ne? Eigentlich ich drück hier die ganze Zeit. Der Finger, der tut schon. Ah! Der Finger tut schon weh. Gott, das ist die ganze Zeit in die Ecke, aber die Ecke wird nicht voll. Ich kann auch mein Rohr einfahren. So. Toll. Ja, dann blinkt der da nicht immer so. Ach, da eine Anzeige da unten. Dann kann ich ja erst erstmal die Dinger wieder verkaufen. Nein, nicht kaufen, bloß nicht. Jetzt leckt wieder deftig. Ja, es ist so heftig. Junge, wie viel habe ich davon gekauft? Oh Mann, ey. 50 Millionen. Aber ich habe eine gewisse Menge, die ich wieder verkauft habe, muss das eigentlich wieder vernünftig laufen.
Also gerade. Du kannst nicht verkaufen. Nein. Ich kann aber auch gar nichts mehr machen. Ich gar nichts machen. Bei mir ist tot Hose. Was hast du denn? Steig mal aus dem Ding. Hab ich schon. Ich hätte die Welt vorher speichern sollen, bevor ich die Dinger da aufgestellt habe. So, jetzt kann ich ja meinen Tempomat wieder reinmachen hier. Oder auch nicht. Ich will noch am Dinger verkaufen. Leider sind hier ja keine Mods, natürlich mache ich gesagt, ich mache einfach die Mod raus und dann passt das. Und die sind ja fest im Spiel. Leider kann ich halt auf einmal verkaufen, aber ich glaube, dann würde es so extrem laggen. Ich glaube, dann würde das ganze meine PlayStation abstürzen, wenn ich alle auf einmal verkaufen würde. Dann würde meine PlayStation nee, auf, stopp! Und meine PlayStation abkratzen. Ja, liebe Freunde, ich kann nichts dran ändern. Geht nicht weiter hier. Tut mir leid. Nicht an mir. Schimpft nicht alle auf mir rum. Ich bin gerade am Solarpaneele verkaufen. Also, stellt euch auch auf einen 12 Millionen Stunden Stream ein. Ich muss einen Stream splitten in zwei Teile und noch mehr. Like. Das ist zu geil, ey. Das ist einfach richtig hart leckt. Aber du kannst ja leider keine Dinge verkaufen. Ich muss ihn irgendwie wach halten.